fühle mich hier sehr wohl. Habe hier viele Jahre Fußball gespielt. Da muss ich jetzt nicht so weit nach Hause fahren. Also hat alles seine Vorteile. War nie wirklich weg. Hat mich nur versteckt. War weiter Weg, Bachrein und war trotzdem informiert. Aber dass das Ganze sich in diese Richtung entwickelt, ist schon überraschend gekommen. Ich atme tief ein. Und dann bin ich mir sicher, zu Hause zu sein. Georg Zellhofer ist zurück in der Bundesliga und in seinem Linzer Stadion. Geht es allerdings nach der Statistik dann nur bis zum Sommer. Denn erstens endet dort vorläufig sein Vertrag. Zweitens ist die sportliche Lebenserwartung eines LASK-Trainers unter Präsident Peter-Michael Reichel durchschnittlich nur knappe 9 Monate. Deswegen ist bereits auch schon vom LASK-Trainerfriedhof die Rede. Seit seinem Amtsantritt vor 10 Jahren wurden bereits 16 Trainer verbraucht, davon 6 seit dem Bundesliga-Aufstieg vor 3,5 Jahren. Wenn man es einmal nachschaut, wir haben also wirklich insgesamt 7 Trainer entlassen. Alles andere waren also innerbetriebliche Reibamans, teilweise die gleichen Leute, die dann halt also getauscht haben intern oder was. Und ich hoffe sehr, dass Herr Zellhofer jetzt hier den Umschwung herbeiführen kann. Ne? Bislang war der LASK-Trainerposten ein Trainerfriedhof, kann man sagen. Warum werden Sie das ändern von der Statistik her? Weil ich hoffe, dass wir Erfolg haben. Und das ist einfach das Wichtigste im Fußball. Es ist keine leichte Situation, auch für das ganze Umfeld und für den Verein. Und ich hoffe, dass wir halbwegs wieder in die richtige Spur kommen. Einen ersten Schritt, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat der Ex-Trainer von Pasching, Rapid, Austria und Altach bereits gesetzt. 2 Tage nach dem Amtsantritt auf der Google präsentiert sich der LASK gegenfavorisierte Innsbrucker kompakter, lauffreudiger und organisierter als zuletzt auch mutiger in der Offensive. Bereits nach 8 Minuten gab es 3 Großchancen für die Linzer durch Sobkova und 2x Ziegler. Der folgende Lattentreffer von Beer nach Öbstecke und Harding-Verlängerung hat aber beinahe wieder die negativen Verhaltensmuster der letzten Wochen hervorgerufen. Beinahe nur deswegen, weil die Innsbrucker sich dann optisch leicht überlegen präsentieren, allerdings ihre Chancen nicht nützen. Wie diese von Miran Burgic unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Oder diese von Harald Pichler in Minute 75. Es war eine Riesenchance, den Ball muss ich mehr drücken und dann ist er wahrscheinlich auch genau im langen Eck drin. Letztendlich müssen wir Innsbrucker nachtrauen, den 3 Top-Chancen, die wir ausgelassen haben, sonst hätten wir doch heute gewinnen können. Beim LASK macht sich in puncto Tormöglichkeiten der Trainereffekt nach den starken Anfangsminuten erst wieder in Minute 89 bemerkbar. Innsbrucks Schlussmann Grünwald präsentiert sich gegen Schellander aber sozusagen als Spielverderber. Das gilt beinahe im direkten Gegenstoß, aber auch für LASK-Torhüter Mandl gegen Persthaler. Ich glaube 0-0. Ja, wir haben Ausgleichspunkt. Aber ja, so ist Fußball eben. Einmal geht nicht so gut, aber ja, Punkt ist Punkt. Mit der ersten Standard von Tirol schießen sie auf die Latte. Wenn es da 0-1 steht, geht es wieder gleich los wie gegen Ried und so weiter. Und deshalb war es heute einmal wichtig, wirklich kein Tor zu bekommen. Was macht denn diesen Trainerwechsel aus? Warum werden da alte Muster gelöscht? Ja, es ist natürlich, mir tut es auch leid um Helmut Kraft, weil er mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Trainer ist und mit Sicherheit auch nicht die alleinige Schuld an der Misere gehabt hat. Und man hat gesehen, dass wir versuchen jetzt bei Null wieder anzufangen und uns alles wieder hart zu erarbeiten. Und das war ein erster Schritt, aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Georg Zellhofer bleibt bei seinen Auftaktspielen damit übrigens weiter ungeschlagen, wobei er mit den bisherigen 4 Clubs sogar mit einem Sieg gestartet ist. Naja, wenn er so eine gute Statistik hat, also dann zählt der Punkt natürlich auch noch ein bisschen mehr.